Es war Anfang Juni. Es war relativ warm. Es war ein ganz normaler Tag. Dann kam dieser Anruf. Ein Landwirt hatte angerufen, dass ein Fahrzeug an einem Feldrand stehen soll. Das war erstmal nicht grundsätzlich verdächtig. Und dann hat mein damaliger Dienststellenleiter gesagt, Hermann, fährst du mal hin und schaust dir das mal an. Und so bin ich losgefahren. Als ich mich dem Fahrzeug dann genähert hatte, habe ich gesehen, dass dieses Fahrzeug offensichtlich schon etwas länger an dem Ort steht. Man konnte es erkennen, es war eine Art Befall auf dem Wagen, so eine Art Baumharz. Und als ich mich dann noch weiter näherte, hatte ich plötzlich einen sehr mir bekannten Geruch in der Nase, und zwar einen Verwesungsgeruch. Hier passt irgendetwas nicht. Für Hannover AY606. Auf einmal hieß es, bitte Ruhe am Funk. Und es stellte sich dann heraus, dass dieses Fahrzeug ausgeschrieben war zu einer verdeckten Fahndung. Ich habe dann in einer Entfernung von ungefähr 8 oder 10 Metern etwas gesehen. In einer kreisrunden Feuerstelle lag eine Person. Erste Hilfe war nicht mehr erforderlich, das konnte man sofort erkennen. Mein Name ist Heinz Hermann Salge und ich habe seinerzeit die Leiche von Karl Koch gefunden. Ich habe gedacht, dass das ein Selbstmord ist. Und die Zweifel daran kamen ja sehr leise, so langsam dann auf. Wenn man sich verbrennt, dann will man, dass die Leute es sehen. Man fährt dann nicht in einem Birkenwäldchen irgendwo, wo es niemand sieht. Und dann sind die Flammen ausgetreten. Und ich weiß nicht, es ist so viel ungeklärt in dieser Sache. Für mich ist der Einzige, der einen Vorteil durch Karls Tod gehabt hätte, in dieser Konstellation halt der KGB selber. Waren es Leute aus der kriminellen Szene, waren es die deutschen Sicherheitsbehörden oder war es jemand ganz anderes? Institutionen oder Einrichtungen, die versucht haben zu manipulieren, Fragezeichen, die etwas vertuschen wollen, Fragezeichen, die kein Interesse haben, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Mehr als 30 Jahre nach Karl Kochs Tod sind jetzt die Geheimhaltungsfristen gefallen. Und jetzt kann man im Prinzip jedenfalls auch offiziell die Ermittlungsakten der Behörden einsehen. Selbst die Verhörprotokolle hier von Karl Koch beim BKA und auch beim Verfassungsschutz sind da. Thank you.
Ich, Karl Koch, geboren am 22. Juli 1965 in Hannover. Für mich war ganz, ganz wichtig, dass Karl Koch was sehr Einsames hatte. Ich bin August Diehl und ich spiele Karl Koch in dem Film 23. Das war damals meine erste große Rolle. Ich bin Fabian Busch und ich spiele in dem Kinofilm 23 David. Das ist Karl Kochs bester Freund gewesen. Mein Name ist Hans-Christian Schmid. Ich habe die Geschichte von Karl Koch recherchiert und verfilmt. Es war ein Gefühl, als würde ich einen geheimnisvollen neuen Kontinent entdecken. Ich klopfte an die Türen aller Hütten im globalen Dorf, düste mit 7 Meilenstiefeln rund um die Welt. Über den Namen, mit dem ich auf Reisen gehen wollte, brauchte ich nicht lange nachzudenken. Von Karl Koch habe ich in der Zeitung gelesen und ich fand die ganze Geschichte unglaublich, wo jemand, der mein Klassenkamerad sein könnte, plötzlich mit Geheimdiensten und mit dem KGB zu tun hat. Es kamen sehr viele hochqualifizierte Leute an den Ort. Das halbe Landeskriminalamt, die obersten Spurenermittler. Es waren meines Wissens 2 Staatsanwälte vor Ort. Es war die Chefin der Kripo aus Wolfsburg vor Ort. Also es musste was Außergewöhnliches sein, ja. Als Familie habe ich als sehr schwierig und düster erlebt. Bei Karl zu Hause war ich selten. Er war viel lieber bei uns oder wir waren bei Freunden in der WG. Er war ein Freund meines Sohnes und er ist mir aufgefallen. Er war ein zarter, großer Junge und ein sehr höflicher und sehr freundlicher. Also jemand, den man so auf Anhieb mögen kann. Wenn wir bei Karl zu Hause waren, dann war das eher eine sehr gedrückte Stimmung, die in dieser Wohnung herrschte. Kannst du mir das bitte erklären? Seine Mutter war in einem frühen Alter von Karl an Krebs erkrankt. Ich glaube, er war etwa 10. Seine Mutter bekam nach OPs dann Bestrahlungen. Und das Besondere daran war, dass Karl sie begleitet hat. Das muss man sich sehr beklemmend vorstellen für einen 10-jährigen Jungen und sehr einsam. Denn er saß da ja auch lange Zeiten dann auch alleine, wartete auf seine Mutter, war der Einzige, der sie da begleitet hat. Und das hat mich sehr berührt. Karls Vater hat ihm einen Computer geschenkt. Ich weiß gar nicht, frühe 80er. Das Hacken hat dann auch sehr bald angefangen, wobei man sich das, sag ich mal, in der damaligen Zeit noch ein bisschen anders vorstellen muss. Private Datenkommunikation war eigentlich nicht erlaubt. Nur Universitäten und Unternehmen, die bei der Bundespost damals die Erlaubnis hatten, die durften überhaupt Datenkommunikation betreiben. Und erst 1983 wurde das dann für jedermann freigegeben. Und wir haben dann gleich, als das freigegeben wurde, ich auch, den Computer dann mit dem Netz verbunden, mit dem Telefonnetz damals noch. Mein Name ist Volker Ulle. Ich war Anfang der 80er Jahre Hacker und habe Karl am Computerstammtisch in Hannover kennengelernt.
plötzlich konnte man weltweit mit Menschen kommunizieren, die in den USA waren oder in Frankreich oder in Italien und auf Knopfdruck. Also man musste sich nicht mal von seinem Schreibtisch wegbewegen. Und das war eine gigantische Faszination, muss man sagen. Treten Sie ruhig näher. Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Stilgerecht werben Roboter mit Computerstimme für Produkte auf Deutschlands jüngster Messe CeBIT. Am Welthandelsplatz Hannover ist auf Anhieb die weltgrößte Ausstellung für Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik entstanden. Und diese Faszination, die eigentlich technisch bedingt war, übertrug sich dann eben auch auf so ein ganz neues Lebensgefühl, so eine Aufbruchsstimmung. Jetzt steht uns plötzlich die ganze Welt offen auf eine Art und Weise, wie es sie noch vorher nie gegeben hat. Ab der 10. Klasse im Alter von 16 Jahren nahm ich unregelmäßig Haschisch und Beruhigungstabletten ein. Von dieser Zeit an begannen meine schulischen Leistungen nachzulassen. Dann war er auch so, sag ich mal, in dem ganzen Thema des Hackens drin, dass ich jeden Morgen auf dem Weg zur Schule ihn aus dem Bett geklingelt habe. Manchmal kam er dann auch zur zweiten Stunde, meistens eher nicht, weil er halt die Nächte durchgehackt hatte. Mein Name ist Friko Ofer. Ich bin in Hannover aufgewachsen, da habe ich Karl Koch kennengelernt und ich war ja einer seiner besten Freunde. Wir haben viele Jahre sehr viel Spaß miteinander gehabt und wir haben auch gemeinsam seine schwierigen Jahre durchlebt. Dann funktionierte das nicht mehr. Karl und die Schule kamen nicht mehr zueinander. Er hat die 11. Klasse insgesamt dreimal versucht und danach das Projekt Schule für sich aufgegeben. Ich hatte akute Probleme mit meinem Vater, welcher kurz vor dem Tod meiner Mutter wieder in die familiäre Wohnung zurückgekehrt war. Seitdem verstärkte sich auch sein Alkoholkonsum zu einem Problem, das er aber nicht wahrnahm bzw. nicht wahrnehmen wollte. Ich schick dich aufs Internat. Ja, ja. Damit du endlich Respekt lernst. Ja, dann kann deine Freundin auf mein... Von mir aus kannst du abkratzen! Als Karl dann 18 war, bekam auch sein Vater die Krebsdiagnose, ist allerdings dann verhältnismäßig schnell daran gestorben. Karl hat das erst wohl dann als Befreiung erlebt, dass sein Vater nicht mehr da war und trotzdem hat ihm was gefehlt an dieser Stelle. In der Jugendzeit war er etwas, was die heutigen Jugendlichen wahrscheinlich Lost nennen würden, also so ein Stück verloren in der Welt. Er wusste nicht recht, wohin. So keine Sicherheit zu haben im Leben ist sicherlich etwas, was bei einem jungen Menschen viel Stress auslösen kann. Das Buch habe ich von meinem Vater zum 14. Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist der Autor. Robert Anton Wilson. Seit dem Alter von 14 Jahren war ich in einer Hauptfigur der Romantrilogie Illuminatus vernarrt. Aus den USA schwappte die Welle von Berichten über Hacker herüber. Für mich stand fest, ich würde nun unter dem Pseudonym Hackbar Zelein, eben jene Romanfigur in der deutschen Hackerszene, aktiv werden. Irgendwie geht es um die Weltherrschaft und um einen Geheimbund, der seit dem 18. Jahrhundert die Geschicke der Welt kontrolliert. Und Hackbar Zelein ist der Retter vor diesen finsteren Mächten. Illuminatus war wahnsinnig wirr und wahnsinnig psychedelisch. Und es gab dann aber einen Punkt, wo das von ihm von Literatur in Realität umbrach. Also wo er die Illuminaten zu ernst genommen hat und wo er die Zeichen der Illuminaten überall gesehen hat. Was siehst du hier? Das Symbol der Illuminaten. Auf dem wichtigsten Zahlungsmittel der Welt.
Verschwörungstheorien sind ja etwas, was immer dann attraktiv ist, wenn eine Situation bedrohlich und unübersichtlich ist. Das ist sicherlich eine gute Überschrift für Karls Leben im Ganzen und für bestimmte Situationen im Speziellen. Karl war der Verschwörungstheoretiker par excellence. Naja, Verschwörungstheorie ist ein diffamierender Begriff, der von den Geheimdiensten entwickelt wurde, um seine Gegner zu diskreditieren letztlich. Deshalb mag ich den Begriff nicht. Mein Name ist Steffen Veneri, ich bin 61 Jahre alt und bin sozusagen einer der Gründungsmitglieder des Chaos Computer Clubs. Und dann gab es ja noch Mitgliedsnummern. Klar, ich habe mir die 23 gegriffen damals. Also die 23 ist ja eine Zahl des Chaoses. Wenn man die 23 suchen will, dann steht sie überall. Das ist gar kein Problem. Diese 23 steht als Symbol dafür, dass die Realität, die wahre Realität, eine andere ist als die, die man vorgespielt oder von den Medien vorgemacht bekommt. Also schon damals, das, was heute auch gerade so immer wieder Kritik ist, im Bereich Querdenkertum und so, nenne ich da mal, dass also die Realität mit dem nichts zu tun hat, was uns so gesagt wird in den Medien und in der Öffentlichkeit. Und das hat Karl wahnsinnig fasziniert und er hat halt versucht, so die Wahrheit hinter den Dingen zu sehen. Das gibt's doch nicht. Der Tag hat 24 Stunden und jede Stunde hat 60 Minuten und genau um 23.23 Uhr wird geschossen. Das war wirklich übertrieben viel mit der 23. Es war wirklich jedes Hotelzimmer, in das ich kam, war Nummer 23. Und das hat die Produktionsfirma ja auch. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Und dann auch Zugabteilnummern und das über Jahre hinweg. Man hat die Zahl halt überall gesehen. Das ist irgendwie, und ich sehe sie heute auch noch, tatsächlich, das ist so in mir drin, ja, dass mir das wirklich immer wieder auffällt. Meine Tochter ist am 23.05. geboren. Es verfolgt mich schon. Passiert mir mit der 27 nicht. Also wir, die Leute, die, sage ich mal, eher so wie ich, technisch, naturwissenschaftlich technisch orientiert waren und eher so der Logik verhaftet waren, haben das dann eher so als Scherz gesehen, als Romanscherz und Spaß und so. Wir haben das nicht ganz ernst genommen. Aber Karl hat das dann doch viel ernster genommen alles, als es eigentlich gut für ihn gewesen wäre. Ich habe einen Anruf bekommen, dass Karl verbrannt, also tot, im Wald gefunden wurde. Es war für uns wirklich wie so ein Paukenschlag und hat uns erstmal fassungslos und zunehmenderweise auch wütend zurückgelassen, wie das denn passieren konnte. Ich habe so manche Geräusche gehört, als man den Leichnam dann umgedreht hat, wie Feuerwehrleute dann ja nicht mehr das in sich behalten konnten, was sie vorher gegessen hatten. Weil das war kein schöner Anblick. Die gesamte Hackerszene, sowohl in den USA als auch in Deutschland, ist natürlich irgendwie aus der antiautoritären Ecke gekommen. Das heißt, man war im Zweifel eher links. Ich war damals so angepunkt, Rockabilly. So. Ich habe dann eher so in die Hausbesetzer-Szene reingehört. Es war so eine Mischung aus Aufbruch und Verunsicherung. Ich erinnere mich an die 80er vom Lebensgefühl ganz, ganz stark an was sehr Kaltes, wo plötzlich so ein Gefühl loskam, dass irgendwas über uns ist, was wir nicht im Griff haben. Ich hatte immer das Gefühl, da ist irgendetwas. Vielleicht kriegt man manches auch nicht mit, so wie man das vielleicht hätte mitkriegen sollen. Selbstverbrennung vermutet die Polizei. Der Bauer hat Zweifel. Großflächenbrand.
Bei so viel Lob würde sich der ganze Wald in Flammen auflösen. Deshalb ist auch meine Meinung, dass hier nachgeholfen wurde und das Feuer im Schach gehalten wurde. Diese Brandstelle war kreisrund. Ich konnte nicht erkennen, dass es an irgendeiner Seite nicht hätte eventuell noch so eine Ausbuchtung eines Brandgeschehens hätte sein können oder ein Oval oder was auch immer. Es war kreisrund. Das ist schon sehr seltsam. Karl Koch lag bäuchlings in diesem Brandort, verkohlte Leichen sehen anders aus, sie sind zusammengekauert, also sie schrumpfen in sich zusammen. Karl Kochs Leiche wurde 1989 in der Rechtsmedizin in Hannover untersucht, aber die Ergebnisse, die bleiben bis heute geheim. Und das ist verwunderlich, denn viele Akten in diesem Fall wurden zur Einsicht freigegeben. Nur eben der Obduktionsbericht nicht. Ja, es war durchaus durchgeklungen, dass diese Sache mit einer Diskretion zu behandeln ist. Und wir waren schon darum gebeten oder fast verpflichtet, darüber Stillschweigen zu bewahren. Und ich glaube, es war auch schon der Hinweis auf Spionage gefallen. Wir sind in einer Zeit, wo der Kalte Krieg auf seinem Höchststand ist. Die atomare Gefahr war eigentlich wirklich sehr groß. Die Blöcke standen sich Mitte der 80er Jahre wirklich feindlich gegenüber. Ich hatte wahnsinnige Angst vor einem Atomkrieg tatsächlich. Also das war so, also auch so eine konkrete Angst, weil wir hatten immer so einen so Sirenenalarm, Probealarm. So, es war immer so, weiß nicht, ob nach 5 Sekunden oder so, wenn der Ton abschwillt, dann ist es ein echter Alarm. Wenn der aber weitergeht auf 7 oder 10 Sekunden, dann ist es ein Probealarm. Ich weiß noch, wie ich immer im Bett lag und diese Alarme kamen völlig überraschend. Mhm. Wie ich im Bett immer runtergezählt und gebetet hat, dass das nach 5 Sekunden das nicht abschwillt, sondern wenn es da weiter, der Ton weiterging, setzt immer so eine unglaubliche Erleichterung ein. Aber gleichzeitig löst es auch eine irre Angst in einem aus. Karl ging quasi von der Theorie aus, dass der Ostblock technologisch rückständig war und mit dem Westen nicht mithalten konnte und der Westen weit überlegen war. Es gab dann auch die Überlegung, wir seien quasi in einer besonderen Position und könnten für einen Wissensausgleich mit dem Ostblock sorgen, indem wir da unser Wissen hintragen. Muss man also dem Osten sozusagen helfen, technologisch helfen, um ihn auf denselben Stand zu bringen, auf dem der Westen ist. Und weil ich ja sowieso Sozialist war oder bin, war es für mich jetzt nicht so ein, also so dieses, der Ostblock war für mich jetzt nicht ein Gegner, sondern also so ideell habe ich mich dem zugewandt gefühlt. Also offensichtlich war der Ausgangspunkt ja eine Zelle in Hannover. Und die gruppierte sich um einige der Hacker dort, Hackbart, Karl Koch. Jungs, junge Leute in Hannover, die wie richtige Nerds nächtelang an ihren Computern sitzen, die dem Chaos Computer Club nahestehen, die sich so als Patrouillendienste in einer Welt sehen, die gerade erst entsteht. Wer sowas tut, gehört gekreuzigt. Offensichtlich ist in dieser Hannoveraner Gruppe auch die Idee geboren worden, man könnte doch auch mal das Wissen zu Geld machen. Also man könnte doch den Russen unser Wissen und die Daten, die Unterlagen, die wir
erhackt haben, die könnte man denen doch verkaufen. Dass irgendwann mal Scheiße gebaut wird und dass Leute Sachen machen, die nicht korrekt sind. Und das war abzusehen. Und auch wenn ich jetzt den ganzen Kreis der Leute mir angeguckt hätte, von denen, die damals auf den Netzen unterwegs waren und mich gefragt hättest, jetzt zeig mir mal die, die da Mist bauen und die, die für andere gegen Geld arbeiten oder so, da wäre ich dann nicht drauf gekommen. Also weder auf Karl noch auf Hans. Rumgekifft und dummes Zeug geredet. Und bei einem dieser Hacker-Treffen ist dann die Idee aufgekommen, dass man doch irgendwie mal versuchen sollte, mit der Sowjetunion zu reden oder so. Mein Name ist Hans Hübner. Ich bin in den 80er Jahren unter dem Namen Pengo zusammen mit Karl Koch am sogenannten KGB-Hack beteiligt gewesen. Die Protagonisten des KGB-Hacks waren Dob, der als Programmierer Großrechner programmiert hat. Dann Pedro, ehemaliger Croupier, war jetzt dann aber im Kokaingeschäft tätig, im Kleinhandel. Urmel war halt eingeweiht so. Karl und ich. Das hätte eben auch einfach nur eine Idee bleiben können. Aber Pedro ist dann losgelaufen und hat bei der russischen Botschaft angeklopft und ist dann irgendwie da an jemanden weitergeleitet worden. Etwa März 1986 traten DOB und Pedro an mich mit dem Auftrag heran, Informationen aus meiner Hackertätigkeit auf einer 3,5 Zoll Diskette zusammenzutragen. Den Auftrag erfüllte ich. Es war für mich eine leichte Aufgabe. Ich habe dazu circa eine Woche benötigt. Pedro hat uns erzählt, dass er eben den großen Serge getroffen hat. Bitte, Konrad? Ja. Stratvutje, Radvas Vidic. Ich spreche Deutsch. Guten Tag. Und dann sei Serge auch daran interessiert, uns zu treffen. Wir sind also mit der S-Bahn hingefahren und dann der Bahnhof Friedrichstraße, das ist eine dreigeschossige Bahnhofsanlage, die mit lauter Gängen verbunden war. Und zu der Zeit war es dann eben so, dass teilweise die Gänge für Westler waren und teilweise die Gänge für Ostler waren. Es war so ein irres Labyrinth. Und dann sind wir da durchgegangen, wo ich als Westberliner eigentlich nicht durch durfte. Und das war für mich schon sehr, sehr neu. Das kannte ich halt so nicht. Und wir waren durch und dann hat Pedro erstmal den Koffer aufgemacht und sich einen fertig gerollten Joint in den Mund gesteckt und hat irgendwie kiffend sind wir dann zur Leipziger Straße gegangen, wobei ich war zu aufgeregt, ich konnte nicht mehr rauchen. Da gab es dann so ein Büro, wo wir unten geklingelt haben, sind wir hochgefahren, da stand unten Marta Novic, dann sind wir in so ein Büro reingekommen und da haben wir den Serge getroffen. Den Koffer bitte. Ich habe keine echte Erinnerung an, wie er aussah. Ist ja niedlich. Ja, wahrscheinlich, könnte sein, aber das ist sehr seltsam, weil sich das Bild aus dem Film, das blendet sich sofort da so ein und dann fange ich an, damit zu vergleichen. Das geht nicht mehr. Also manche Sachen sind einfach kaputt. So. Tja, sowas interessiert mich natürlich. Mein Name ist Frank Blasberg.
bis Ende der 70er Jahre war ich Polizeireporter, danach Radiomann und später Moderator einer politischen Talkshow. Ich bin neugierig geblieben, ich will entdecken und ich frage immer noch nach. Laut den westdeutschen Ermittlern heißt der KGB-Kontaktmann Sergei Markov. Die Stasi hat ihn unter einem anderen Namen geführt, nämlich unter Viktor Spiridonov. Und der Mann soll angeblich gerne amerikanische Marlboros geraucht haben. Das war den westdeutschen Ermittlern eine Notiz wert. Später hat sich seine Spur verloren. Der KGB musste wissen, was können westliche Hacker? Dieses neue Feld, Trojaner zu setzen, Passwörter auszukundschaften, wo sie über menschliche Quellen versuchten, entsprechende technische Zugänge zu gewinnen. Und dabei hat man sich natürlich gern westlicher Spezialisten bedient. Ich heiße Erich Schmidt-Inbohm und ich beschäftige mich seit 1988 mit geheimen Nachrichtendiensten. Und gleich zu Beginn dieser Beschäftigung bin ich auf den Fall Karl Koch aufmerksam geworden. Also der KGB war seit 1954 der allumfassende Nachrichtendienst der UdSSR. Mit einer riesengroßen Geheimdienstzentrale in Berlin und daneben diese kleine Filiale in Dresden, die spezielle Aufträge hatte. Wladimir Putin war ein Agentenführer. Eine seiner Aufgaben bestand darin, an der Technischen Hochschule in Dresden die ausländischen Studenten als Perspektivagenten für den KGB zu werben. Die bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus dem Bundesarchiv zeigen einen sehr zurückhaltenden jungen Mann im Kreis älterer Herren, die Schultern eingezogen, keiner, der krachend auftritt, aber auch einer, der von seinen Vorgesetzten intensiv gebuckelt hat. Während in Westdeutschland der erste große Spionage-Hack läuft, arbeitet Wladimir Putin in Dresden für den KGB. Major Putin, Wladimir Wladimirovich. In Washington treffe ich einen Mann, der Putin kurz danach kennengelernt hat, beruflich und sogar im privaten Rahmen. Von ihm will ich wissen, wie hat er Putin erlebt? Wie tickt der Mann, der offenbar früh erkannt hat, wie machtvoll Angriffe aus dem Internet sind, der den Westen heute mit seinen Cyberarmeen bekriegt? Genau, ja. Genau. Das ist wirklich selten. Ach so, und da kriegt er so eine Art Freundschaftsorden oder so ähnlich aus. Mein Name ist Franz Siedlmeier. Ich bin deutscher Unternehmer und war als Sicherheitsberater tätig und habe Jahre mit Wladimir Putin zusammengearbeitet. Was war das Besondere im Umgang bei Putin mit anderen Menschen? Also als Menschenfischer, als Charmeur kennen wir ihn nicht. Aber irgendwie muss man ja zur Kenntnis nehmen, er hat Karriere gemacht, ja. Wohin auch immer. Wie hat er das gemacht? Was war das Besondere? Er hat einfach die Ausbildung damals noch zu KGB-Zeiten bekommen, Leute zu rekrutieren. Und was Putin immer geschafft hat, ist, dass er innerhalb von einer Sekunde umschalten kann und kann der unterhaltsamste, netteste,
Mensch sein mit viel Charme. Sie fühlen sich ein bisschen, wie wenn sie in den Spiegel gucken. Der versucht, sie zu imitieren. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Der versucht also plötzlich, ihre Werte zu teilen. Er versucht ihnen zu vermitteln, dass er das, was sie auch interessiert, dass ihn das auch bei ihnen interessiert. Und genauso schnell kann er umschalten, wenn er merkt, dass er den Gegenüber nicht braucht oder dass der aus seiner Sicht irgendwie minderwertig ist. Dann wird er sehr schnell sehr kalt und sehr arrogant. Das geht auch. Was er komplett, lustigerweise, verabscheut hat, war Korruption in seinen eigenen Kreisen. Der Putin hat zwei Sachen gehabt, das hat ihn ausgemacht. Das eine war, dass er nicht korrumpierbar war. Der hat nie Geld angenommen von irgendjemand, weil er gewusst hat, er macht sich angreifbar. Und das zweite war, dass er absolut loyal war. Und die sagenumwobenen Schätze, die er angeblich heute haben soll, unter falschem Namen Schiffe geführt werden, die aber ihm gehören, Villen, Paläste, alles Gossip? Das ist sicherlich kein Gossip, aber es zeigt einfach, dass er mit seinem Präsidentenamt dann jede Zurückhaltung abgelegt hat in die Richtung. Diese Entwicklung zum Kriegstreiber und Gewaltherrscher, hätten Sie dem auch zugetraut? Man muss die Beweggründe nachvollziehen. Bei ihm geht's nur um den Machterhalt. Alles, was dem entgegensteht, muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Kein Diktator nutzt die Möglichkeiten für Internetangriffe so offen und hemmungslos wie Wladimir Putin. Und es waren Karl Koch und seine Mitstreiter, die dem Kreml den Weg in die Rechner des Westens gewiesen haben. Wir, die Hacker, beteiligen uns auch an diesem Krieg. Viren sind eine ganz neue Waffe, die am Anfang einer ganz neuen Form des Krieges und der sanften Revolution steht. Eine Waffe, deren Bedeutung wir Hacker neben den Geheimdiensten als einzige schon heute erfassen. Und das gibt uns einen fantastischen Vorsprung bei allen künftigen Konflikten. Die großen Hacks durchziehen und alles darüber zu lernen und tolle Ideen zu haben, das kam ja noch dazu. Ne? Er hat ja mega tolle Ideen nebenbei noch gehabt. Ne? Und das hat mir so gefallen. Mein Name ist Nadja Ungetüm. Ich bin seit über 15 Jahren am Hacken und mache das tatsächlich sehr erfolgreich. Das FBI habe ich gehackt, die NSA, Google, PayPal. Das ist wirklich eine sehr lange Liste. Wir denken, wir sind die Größten und dann ist man da in so einer Bubble drin. Man verliert sich quasi in diesem Gedanken, viel Geld zu scheffeln, einfach gesagt. Ne? Und das hatte Karl Koch genauso wie ich und viele andere Hacker eben auch. Pedro erzählte mir, dass er meine Diskette an einen Russen namens Sergei bei einem Treffen in Ost-Berlin übergeben und dafür einen Bargeldbetrag in Höhe von 15.000 D-Mark erhalten hätte. Dieser Betrag wurde auf uns drei zu gleichen Teilen gestückelt, sodass mir die 5.000 zustehen würden. Das Prozedere sei, es gibt diese Softwareprodukte, die Sie brauchen, und für die gibt es gutes Geld. Es gab ja ein Embargo, also das heißt, westliche Computer, Hardware und so weiter durften, Software auch nicht, durften nicht offiziell in den Osten verkauft werden. Also gab es erhebliche Anstrengungen auch der Sowjetunion und anderer Staaten, an westliche Computertechnologie zu kommen. Im April 1986 erfuhr ich von Pedro, dass ich dem Wunsch des Russen Sergei nachkommen solle, indem ich intensiver hacken und mich dabei zielgerichteter auf militärische, industrielle, wirtschaftliche und Behördenbereiche konzentrieren soll. Die Russen waren sehr an diesen Zugangsberechtigungen interessiert.
insbesondere aber an Zugangsberechtigungen zu militärischen Rechnern. Was Karl Koch und seine Komplizen geliefert haben, war in drei Perspektiven von riesigem Vorteil für den KGB. Zum einen das Wissen aus dem Bereich der Hochtechnologie, Nuklearforschung, Rüstungsindustrie. Zum zweiten das Kennenlernen der Methodik der Hacker. Also wie setze ich trojanische Pferde, wie komme ich an Passwörter und dergleichen. Und der dritte Aspekt ist die Spionageabwehr. Herauszufinden, was können westliche Hacker, damit man selber die eigenen Schotten besser dicht machen kann. Ich weiß, dass Karl gesagt hat, was sie so gemacht haben, dass sie also Systeme in den USA versucht haben zu knacken, wo der Clifford Stoll ihnen ja dann auch auf die Schliche gekommen ist. Genau, ich kann mich noch gut erinnern, dass er erzählte, in Amerika muss es einen total verrückten, irren Typen geben. Der hat uns getraced. I'm Cliff Stoll. Ich bin Cliff Stoll. 1980 war ich Astronom. Ich habe im Lawrence Berkeley Computerzentrum gearbeitet, mit den Unix-Rechnern. Ich habe ein paar Computerhacker gejagt im ARPANET, dem Vorläufer des Internets. Die haben ausgerechnet für den KGB gearbeitet. Wir hatten 5, 6, 7 Unix-Computer. Eines Tages im August 1986 stürzte alles ab. Warum? Ich habe gesehen, dass jemand in unser System eingedrungen ist. In einen Militärcomputer. Der hackt kein ziviles Netzwerk, der hackt einen Militärcomputer. Wir sprechen von Berkeley. In Berkeley würde man erwarten, dass jemand nach Müsli-Rezepten sucht. Oder nach der Partei für Frieden und Freiheit. Aber dieser Typ sucht nach Atomenergie, Atombomben. Er sucht nach Raketenabschussrampen. Mein Chef sagt zu mir, ich will, dass du ihn schnappst. Nimm dir so viel Zeit, Ressourcen und Ausrüstung, die du brauchst. Nagel den Bastard fest. Nimm dir 3 Wochen, wenn es sein muss. Aus 3 Wochen wurden 3 Monate. Dann 11 Monate. Wir konnten die Verbindung bis Hannover zurückverfolgen. Ich habe das FBI angerufen. Das FBI rief beim Bundeskriminalamt an. Das Bundeskriminalamt rief bei der Deutschen Post an. Dann haben sie jemanden nach Hannover geschickt. Um 2 Uhr morgens. Die haben überall Spannungsmesser und Steckverbinder angebracht. Sie verfolgten die Verbindung bis zu einer Wohnung in Hannover zurück. Ich weiß, dass seine verbrannte Leiche in einem Wald in Deutschland gefunden wurde. Karls Tod ist ja das große Rätsel, bis heute ungelöst. Und alle Interviewpartner, die wir hatten vor den Dreharbeiten, haben sie ihre eigene These. Ist er umgebracht worden? War es Mord? Und wenn es Mord war, ist natürlich die große Frage, ja, wer hat ihn ermordet? War es der KGB? Wer könnte denn wirklich einen Vorteil dadurch gehabt haben, dass Karl
nicht mehr da ist. Und da ist mir letztlich nur der KGB selber eingefallen. Also es gibt erst natürlich mal Gedanken Richtung KGB, Sowjetunion, dass Karl Koch über Informationen verfügt, die nicht an Tageslicht kommen sollten und deswegen umgebracht worden ist. Der Fall Koch, Karl Koch, war bestimmt kein Erfolgserlebnis für den KGB, sonst wäre der gute Mann wahrscheinlich heute noch am Leben. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass jemand versucht hat, ihn als mögliche Informationsquelle zu beseitigen. Und so schlimm das ist, ungewöhnlich ist es nicht. Was mich immer verwundert hat, ist, dass von keiner Seite dieser, ich sag mal, Mordtheorie nachgegangen worden ist und dass die Ermittlungsbehörden relativ schnell die Akten geschlossen haben. Fremdverschulden konnte nicht ausgeschlossen werden. Das schreibt die Polizei sehr schnell in einem Telex, nachdem die Leiche von Karl Koch gefunden worden war. Fünf Tage später sagt sie dann der Presse, Koch habe sich umgebracht. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Straftat. Dabei bleiben die Behörden dann und natürlich heizt das die Spekulationen an. Wenn man Karl jetzt im Nachhinein hätte fragen können, aus dem Himmel heraus, dann hätte er gesagt, ja, es sind Leute aus der Drogenszene, die mich beiseite geschafft haben, um zu verhindern, dass ich etwas verrate, was ihnen vielleicht zum Verhängnis hätte werden können. Also die These, dass Karl möglicherweise einem Drogenboss auf die Füße getreten ist, der ist ja nicht abwegig. Der Gedanke ist nachvollziehbar. 60 Drogentote im vergangenen Jahr in Hannover. Also wir haben Ende der 80er eine deutliche Explosion in Hannover unserer Drogenszene gehabt. Es hat sehr viel mit Drogen zu tun. Was wir gemacht haben und wäre ohne Drogen auch nicht denkbar gewesen. Das erweitert eben dann den Ideenhorizont, es hilft dabei kreativ zu sein und kann dementsprechend auch beim Hacken helfen, Ideen zu finden. Ich begann 1985 unregelmäßig Kokain zu schnupfen, da es mir kostenlos von einem befreundeten Programmierer angeboten wurde. Gegen Ende des Jahres kam es zum regelmäßigen Konsum. Ich wurde drogenabhängig. Er hatte immer Drogen, er hatte einen teuren Computer, hatte ein tolles Modem, hatte einen Porsche. So, er hatte halt Geld. Die Erbschaft von 100.000 D-Mark gab mir die Freiheit, die mir mein Vater nicht geben wollte, nämlich einen eigenen Haushalt führen zu können. Da ich aber über den so plötzlichen Tod meines Vaters nicht hinwegkam, empfand ich das Geld aus der Erbschaft als schmutzig und gab so viel wie möglich aus. Ich denke, dass das Erbe keine 3 Jahre gereicht hat, so richtig. Also dann war kein Geld mehr da, dann wurde es schwierig. Die kostenlose Versorgung mit Kokain endete im Februar oder März 1986. Ab diesem Zeitpunkt musste ich dafür zahlen. Ein Gramm Kokain hat 150 bis 300 D-Mark gekostet seinerzeit. Das war ein Haufen Geld.
gesetzt den Fall, er hat jetzt mehrere Gramm am Tag gebraucht, sind wir ganz, ganz schnell bei einer Summe, die mit legalen Mitteln nicht zu finanzieren ist. Pedro und DOB hatten mich durch Kokain so süchtig gemacht, dass ich von ihnen abhängig war. Praktisch lieferte ich ihnen alles, was sie haben wollten, sofern es mir möglich war, diese Dinge zu beschaffen. Also wenn Sie sich überlegen, welche Gewinne in dem Geschäft damals wie heute möglich sind, dann ist es natürlich vorstellbar, dass Menschen auch Gewalt anwenden, um ihre Geschäftsnetzwerke zu sichern. Ich kann mir gut vorstellen, dass er von einigen Leuten in der Drogenszene auch ausgehalten worden ist, vielleicht sogar sexuell. Aber dass auf diese Weise eben Einblicke entstanden sind und Verhältnisse und Verbindungen entstanden sind, die durchaus hätten für Leute aus der Drogenszene kritisch werden können. Also das mit der Drogenlaufbahn bei Karl Koch ist natürlich sehr typisch. Gerade am Anfang, gerade wenn Sie sehr jung sind, und Sie haben das Geld, Sie sind der Meinung, Sie sind sowieso die Größten, Sie können ja überall reinhacken, und dann nimmt man eben die Drogen und hat Spaß, und nach einem halben Jahr merkt man, man braucht das Zeug oder bekommt Psychosen oder Ähnliches. Ich lebte unter strenger Abkapselung von meiner Umwelt und meines Freundeskreises mit tage- und nächtelangen Hack-Sessions sowie häufigen Drogenkonsums in meiner Wohnung in der Comeniusstraße 24. Seit Mai 86 führte der Drogenkonsum zu stetig zunehmenden parapsychologischen Wahrnehmungen. Karl Koch ist nicht unbelastet in sein Leben gestartet. Es gibt Informationen, dass zumindest sein Vater und seine Schwester psychisch erkrankt waren. Da ist die Rede von depressiven Symptomen, Suizidalität und Sucht. Mein Name ist Dr. Johanna Tünker. Ich bin psychologische Psychotherapeutin. Ich habe mich in den Fall Karl Koch eingelesen, um ihn aus der psychologischen Perspektive betrachten und beschreiben zu können. Ja, wie soll ich sagen? Er war in schlechter seelischer Verfassung. So, ich habe gemerkt, es geht ihm nicht gut. Ich hatte immer das Gefühl, es geht ihm nicht gut, aber es ging ihm schlechter, als ich ihn kannte. Nachdem Clifford Stoyle also rausgefunden hatte, wo Karl wohnt, wo der Rechner steht, haben die amerikanischen Geheimdienste ihm dann auf die Füße getreten. Da war eben Paranoia von Karl sehr viel realer gewesen, als ich das damals geglaubt habe. Karl Kochs Hauptdiagnose war eine Psychose. Also damals, glaube ich, wusste man einfach auch ganz, ganz wenig, was das mit Menschen macht, wenn man Nächte und Tage lang in einer virtuellen Welt ist. Und heute wissen wir ja da viel, viel mehr drüber. Und es gibt die Begriffe wie Computersucht und was weiß ich. Und ich glaube, dass diese Verbindung mit Kokain, Drogen, Einsamkeit und in der virtuellen Welt, das ist eine Bombe. Ich glaube, das würde kaum jemand aushalten, wirklich. Eine Psychose ist etwas, was in Phasen verläuft und wo es eben wie so einen Schub gibt, wo das ganz akut ist, wo man die Realität im Prinzip gar nicht mehr einschätzen kann, wo man auch hilflos ist, auf Unterstützung angewiesen ist. Er hat geklagt einfach, dass er irgendwie starke Psychopharmaka nimmt. Und dass er nicht weiß, wo er hin soll. Und dass er irgendwie, dass er sich hat taufen lassen. Und das fand ich alles total merkwürdig. Therapieunterstützend erhalte ich noch bis zum heutigen Tage einmal monatlich Raldol-Dekanoat gespritzt.
Karl konnte nicht mehr ruhig sitzen und hatte zitternde Hände, wenn er sein Haldol nicht gekriegt hat, mit dem sie ihn in der Psychiatrie aus meiner Sicht in unverantwortlich hohen Dosen zugeknallt haben, um ihn ruhig zu stellen. Karl erstarrte mehr und mehr in seinem Körper. Er wirkte sehr abgehackt, steif, hölzern in seinen Bewegungen. Wenn Karl auf Haldol in Zug war, dann war er so. Also er war schon sozusagen ein bisschen nervöser Mensch, aber dann war er panisch, ja. Und das war schon heftig, das mit anzusehen. Wir reden über die 80er. Diese älteren Medikamente gibt man heute nur noch sehr kurzfristig, weil die nämlich eine sehr dämpfende, also beruhigende, aber damit auch einschränkende Funktion haben. Ich habe mir dann natürlich auch Vorwürfe gemacht, dass ich nicht versucht habe, ihn auf den Boden irgendwie zu ziehen oder irgendwie ihm ein besserer Freund zu sein oder irgendwie ihm zu helfen, besser klarzukommen. Es hat mich immer sehr beschäftigt, wo hätte man andere Wege gehen können? Wo hätten wir als Freunde ihm andere Unterstützung geben können oder andere Wege einschlagen? Und wo hat er sozusagen für ihn falsche Wege eingeschlagen? Ja, das ist schon traurig. Ich finde es traurig, dass er so alleine war. Als ich erfahren habe, dass Karl tot ist, war für mich eigentlich die erste Reaktion, dass es gar keinen Zweifel gab, dass es Selbstmord ist. Vielleicht hat Karl einfach klar gesehen, zum ersten Mal klar gesehen, wie eigentlich seine Situation ist, und vielleicht hat er es einmal zu viel gesehen. Es beschäftigt mich ja heute noch, war es ein Suizid? Dann war er sehr schlau vorbereitet und auch durchgeführt. Oder war es eine Fremdeinwirkung, die dazu geführt hat, dass der Herr Koch dort ums Leben gekommen ist? Eine Psychose können wir uns da so vorstellen, dass man zwar in dieser Wahnwelt lebt, das Gehirn aber ansonsten normal funktioniert. Also es wäre durchaus möglich, dass man solche Schritte wie ich kaufe Benzin, ich sorge dafür, dass eben dieser Platz entsprechend vorbereitet wird, dass man solche Vorkehrungen trifft. Das geht auch für jemanden, der unter einer Psychose leidet. Ich habe sofort gedacht, das passt, dass er sich umgebracht hat, und war sofort auch in Opposition zu irgendwelchen Mordtheorien. Und eines der wesentlichen Indizien war für mich natürlich auch das Datum, nämlich der 23.05., der Tag, an dem er sich umgebracht hat. Und letzten Endes ist klar, dass damit die Verbindung auch zu den Illuminaten und all diesen ganzen Geschichten, die im Vorwege für ihn eine Riesenrolle spielte, dass die einfach da gegeben war. Ich glaube, Karl hat sich in letzter Konsequenz selbst umgebracht. Aber es gab natürlich eine Vorgeschichte, und zu der gehören auch einige Journalisten, die ihm übel zugesetzt haben. Zwischen den Medien und Karl oder ganz Hackern ganz allgemein bestand und besteht ja bis heute so eine gewisse Symbiose. Die einen machen was Illegales, das spannend und interessant ist. Und die Medien haben natürlich großes Interesse daran, solche spannenden, interessanten Inhalte öffentlich aufzubereiten. Karl hatte immer das Bedürfnis, Öffentlichkeit herzustellen über sein Hacken, damit auch seine Mission zu erklären, sein Vorgehen, und er hatte Geldnot. Zum ersten Mal mit Karl Koch in Kontakt kam ich im Rahmen der Hannover Messe, also der CeBIT.
Dort gab es immer wieder auch Hack-Sessions und Treffen von Hackern. Dann haben wir noch den Karl und der Karl betätigt nun die Anlage. Ich war eigentlich beeindruckt von ihm. Karl war eigentlich so ein bisschen der Philosoph in der Szene. Das war so der Ruf, der ihm vorauseilte. Und die anderen Hacker haben ihn in gewisser Weise auch für seine Visionen und für die Art und Weise, wie er überhaupt über Netzwerke gedacht hat, wie er auch über die möglichen Bedrohungen durch die digitalen Systeme und so weiter nachgedacht hat, haben sie ihn eigentlich auf eine Art, ich würde sagen, bewundert. Vielleicht war er auch vielen unheimlich. Mein Name ist Thomas Ammann, ich bin Fernsehjournalist seit vielen Jahren. Und mich hat eigentlich von Anfang an Computertechnik, die Netzwerke, die damals schon entstanden sind, auch die sozialen Folgen der Computertechnik, das hat mich eigentlich fasziniert. Und so war es eigentlich fast nur natürlich, dass man über die eine oder andere Veranstaltung mit Hackern in Kontakt kam. Und so kamen wir auch mit Karl Koch in Kontakt. Den Redakteuren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, musste ich zunächst mal erklären, da gibt es Computer, das wusste man vielleicht schon. Da gibt es aber Computer, die man über Datennetze erreichen kann. Das war schon für die meisten vollkommen unvorstellbar auf eine gewisse Art. Was machen denn diese Computer über die Datennetze? Ja, die tauschen Forschungsdaten aus oder es gibt militärische Netze. Eines Tages kam Karl Koch an mit so einem Stapel Fernschreiben, die zweifelsfrei aus dem Bundeskriminalamt, BKA, stammten. Und die habe ich mir dann durchgelesen mit meinen Kollegen. Und da waren sehr brisante Mitteilungen drin zwischen Polizeibehörden in Deutschland, wo es um geplante Attentate der RAF gegen Bundesminister, zum Beispiel gegen den Forschungsminister Riesenhuber, gab. Ich hatte damals schon ein kleines Unternehmen gegründet und einen Auftrag gehabt, ein Telex-System für die Polizei zu bearbeiten. Die Polizei hatte ein eigenes Telex-Netz. Telex ist Fernschreiber, da konnte man so Textnachrichten schicken. Als Karl dann mich besuchte in unserer Firma, hatte ich nichts Besseres zu tun, als ihm diese Telexe zu geben. Und es gibt wenig Sachen, die ich wirklich bereue, aber das war eine deutliche Dummheit, weil er versucht hat, mit diesen Telexen Geld zu machen. Und zwar indem er zu einem Journalisten gelaufen ist oder zwei, ich glaube es war einer oder zwei, jedenfalls hat er denen erzählt, er kenne Hacker, die in das Telex-Netz der Polizei eindringen können. Und als wir das Material sahen und wir auch überzeugt waren, dass das echt war, hatten wir natürlich endlich was in der Hand, um daraus für den NDR eine entsprechende Geschichte zu machen. Ich glaube, der NDR hat dann überprüft, ob diese Telexe echt sind, indem sie beim Landeskriminalamt in Bayern angerufen haben und gefragt haben, sind die echt? Und die waren echt und das fanden die nicht gut. Das war richtig Theater. Also weil sie natürlich wissen wollten, wo ist das Loch und wie kommt dieser verwirrte Drogenabhängige an dieses Material. Dann war für uns die Geschichte natürlich wieder tot, weil das war ein ganz normaler Diebstahl, aber kein Hack. Mein Name ist Bernd Scheunemann, ich komme aus Hamburg. Ich habe in den 80er Jahren beim Norddeutschen Rundfunk im Jugendfunk gearbeitet und habe zusammen mit Karl Koch Hacks gedreht. Karl kam dann irgendwann mit diesen Journalisten an und hat mir erzählt, naja, also er hat von denen Geld angeboten bekommen dafür, dass sie eine Exklusivgeschichte machen über Hacker. Wir persönlich als Redakteure haben den beiden überhaupt kein Geld gezahlt. Welche Motivation sollte denn Karl gehabt haben, so eine Story zu machen, außer fürs Geld? Karl hat mir mehrere Male davon erzählt, dass Scheunemann ihm 10.000 Mark geboten hat, wenn er ihm sozusagen zu einer entsprechenden Hackergeschichte verhilft. Das war zu einem Zeitpunkt, wo Karl schon sehr auf Geld angewiesen war. Wo geht jetzt rein, Herr Gott? Wir sind jetzt über die Datex-Leitung bis an die Pforte des Rechners gekommen. Jetzt fordert er mich auf, einzuloggen. Dafür braucht man ein Passwort? Richtig. Woher habt ihr das? Betriebsgeheimnis.
Und wir haben die Hacker-Szenen, die für uns natürlich vom Bildmaterial wichtig waren, bei den Dreharbeiten nur nachgestellt. Das heißt also, und das war dem NDR auch wichtig, weil Hacken ist ja eine Straftat. Ihr wisst, dass es inzwischen empfindliche Strafen gibt. Habt ihr keine Angst, dass ihr erwischt werdet? Nein. Gut. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie kommt man an die Brennstäbe ran? Also zuerst kann man sich in dem Rechner jetzt ein bisschen umgucken. Mhm. Und dann? Dann geht's gar nicht mehr weiter. Und warum nicht? Weil man in der Anlage nicht so einfach rumvorwerken kann. Der NDR hat den beiden nie die Möglichkeit geboten zum Hacken. Aber ich persönlich, ich war damals freier Journalist, der hauptsächlich für den NDR gearbeitet hat den beiden die Möglichkeit gegeben, in meiner Wohnung damals in Hamburg, in der Marktstraße 28, zu zeigen, dass sie dieses Hacken wirklich können. Weil für mich war es für meine Recherchen wichtig, zu sehen, dass es wirklich geht. Insofern habe ich das auch nie erzählt, aber jetzt ist es 35 Jahre her, da kann man, glaube ich, drüber reden. Wie schwer ist es für einen findigen Hacker, die Steuerungsanlagen eines Kernkraftwerkes zu manipulieren? Ihr habt da doch die Brennstäbe rauf und runter fahren lassen, ist das richtig? Blödsinn, wer sagt denn sowas? Ach Quatsch. Also das ist alles totaler Humbug und Quark. Da ist nichts Wahres dran an Brennstäben, die hoch und runter gefahren wurden. Das gab's nicht. Also im Prinzip ist es ganz einfach. Die Rechner sind nur schlecht geschützt. Lass mich doch hier nicht verarschen. Wir haben nach Jülich reingehackt. Mehr sollten wir nicht tun, okay? Ja, und dann kommt diese entscheidende Szene, als ich herausstellte, dass das alles nicht der Wahrheit entspricht. Bei der Verabschiedung, wir haben uns noch ein bisschen länger am Bahnhof unterhalten, erzählte mir irgendwann, Bernd, ich muss dir noch was sagen. Ich habe das Material, was wir gehackt haben, an den KGB verkauft. Das war natürlich in jener Zeit also im Grunde eine Enthüllung, mit der wirklich niemand gerechnet hat. Der KGB war ja, wenn man so will, auch der große Mythos des Kalten Krieges. Und da war ich natürlich wieder elektrisiert. Dann kommt noch natürlich hinzu, dass man als Journalist, gerade wenn man jung ist, auch noch so einen gewissen Jagdinstinkt hat und natürlich eine tolle Geschichte recherchieren möchte. Das gebe ich zu, dass ich damals schon davon begeistert war, irgendwas Bedeutendes herauszufinden. Da habe ich angefangen, Angst zu bekommen, dass Karl irgendwann irgendwem unsere Geschichte erzählt. Und ob es jetzt die Behörden sind oder ob es die Journalisten sind, jedenfalls offensichtlich, also ist der Zukunftsplan von Karl aus unserer gemeinsamen Hackergeschichte Geld zu machen. Das war so war das für mich. Das war das, warum ich Angst hatte. Dann hat es ein Gespräch in der NDR-Redaktion gegeben, wo Karl klargemacht worden ist, also Geld können wir nicht zahlen, aber wir können dafür sorgen, durch entsprechende Kontakte zu Ermittlungsbehörden, dass er straffrei aus der Sache herauskommt. Bernd Scheunemann und Axel Lerche, zwei Journalisten, die sozusagen ihren journalistischen Ethos aufs Schärfste verraten haben. Sie wussten, dass Karl in psychiatrischer Behandlung ist und sie haben versucht, Karl zu nutzen, um ihre ganz große Geschichte zu basteln, um ihre Karriere zu befördern. Karl Koch war ihnen, glaube ich, völlig egal. Also ich glaube, dass wir uns korrekt und verantwortungsvoll ihm gegenüber verhalten haben. Vor allen Dingen, als es dann klar war, dass es um diese KGB-Hacks geht. Weil wir seinem Wunsch, ich will viel Geld unter uns, damit ich weiter koksen und hacken kann, nicht nachgekommen sind, sondern da ja schon das Gespräch gesucht haben, gibt es andere Wege, mit Karl Koch umzugehen. Im Juni 1988 habe ich mich dann gegenüber westdeutschen Abwehrbehörden offenbart.
weil ich nach Beendigung meiner Therapie und Schulzeit ein sauberes Leben führen wollte. Dann werde ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, Herr Koch. Ich wollte auch einer möglichen Erpressung vorbeugen, sowie mit DOB und Pedro abrechnen, weil sie mich kokainabhängig gemacht hatten. Karl muss aus dieser Geschichte irgendwie rauskommen. Ich meine, man muss sich auch seine Situation ja vorstellen. Also umgeben von Drogenhändlern, von Leuten, die mit Autos geschoben haben und auch sonst irgendwie im kriminellen Milieu unterwegs waren. Im November sagte mir Pedro im Beisein von DOB, ich bekäme eine Kugel durch den Kopf, wenn ich darüber quatsche. Es hat nicht lange gedauert, dass diese Gruppe, die ganz, ganz große Sorge hatte, dass Karl Koch in Hannover irgendwann ausrastet, dass der durchdreht und dass dann möglicherweise die ganze Geschichte ans Tageslicht kommt. Und genau das ist passiert. Hier in der Moskauer KGB-Zentrale wurde die neue Ära der Hightech-Spionage strategisch vorbereitet. Eine fluchtartig verlassene Wohnung in Hannover. Wie man jetzt weiß, eine Zentrale des Spionagerings, der heute aufgeflogen ist. Heute Morgen wurden in Berlin, Hannover und Hamburg mehrere Wohnungen durchsucht. 5 Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie ermittelt der Generalbundesanwalt wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit. Die sogenannten Hacker stehen im Verdacht, im Auftrag des sowjetischen Geheimdienstes KGB westliche Computersysteme ausgeforscht zu haben. Mit elektronischer Spielerei hat das nichts mehr zu tun. Wenn sich Geheimdienste jetzt der Computerhacker annehmen, dann ist das Spionage. Ich habe ja mit Karl Koch auch nach der Ausstrahlung noch Kontakt gehabt. Und in der Phase, als er Wohnung hatte, Job hatte, und auch in medizinischer Behandlung war, machte er auf mich einen sehr stabilen Eindruck für seine Verhältnisse. Kann ich noch eine Erklärung vorlesen, bevor das Verhör beginnt? Aber bitte. Aber eins vorab. Wir führen hier keine Verhöre. Es ist nur eine Befragung. Wenn die Verfassungsschützer sagen, wir sind das Beste, was Karl passieren konnte, wir haben ihn aus dieser Geschichte rausgenommen, er konnte Kronzeuge sein, wir haben ihm einen Therapieplatz besorgt, eine Wohnung besorgt, dann glaube ich, das stimmt so nicht. Ich glaube, es war ein Weg, den Karl gehen konnte, aber nicht das Beste, was ihm hätte passieren können. Er hat ganz massiv unter Druck gestanden. Als Karl sich offenbart hat beim Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt, war er psychisch völlig danieder. Sie haben ihn wohl häufiger und auch sehr lange verhört. Hier dieser Name, wir haben gehört, das könnte es sein, das, ist das richtig, heißt der X, heißt der Y, können Sie das noch mal erzählen? Es ging dann auch immer darum, ja, das musst du noch, dann kannst du wieder nach Hause. Wenn Sie mir jetzt noch weiter Mist erzählen, dann ziehe ich an der Kette und spüle sie runter. Nur so kannst du deine Straffreiheit erlangen. Natürlich ging es auch darum, dass er nicht nur übers Hacken spricht, sondern auch über die autonome Szene, über das, was seine politische Vergangenheit ist und die Vergangenheit oder die Aktionen seiner Freunde. Nach dem, was ich vom Verhalten der Geheimdienste in Bezug auf Karl weiß und um die psychische Notsituation von Karl, ist es unmoralisch gewesen, wie die Geheimdienste sich verhalten haben. Sie haben also ohne Rücksicht auf die Person und ihre psychische Befindlichkeit und ihre Nöte einen Menschen benutzt, um an Informationen zu gelangen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann ist das schon moralisch in höchstem Maße verwerflich, was die Geheimdienste da getan haben. Karl Koch war ja nicht nur der drogensüchtige Hacker, der irgendwie immer am Rande der körperlichen Belastbarkeit gelebt hat, sondern Karl Koch war ja eigentlich auch eine Visionär, was die Entwicklung der Datennetze, der Computersicherheit und der weltweiten Überwachung beispielsweise betrifft.
Wenn man mal Drogen sucht und seine psychotische Seite weglässt, dann ist es da doch einfach auch jemand, der einfach auch was sieht, was wir eben noch nicht gesehen haben. Die elektronischen Medien lösen heute Revolutionen aus. Die Entwicklung bietet jede Menge Platz für Negativvisionen. Der gläserne Mensch, Kommunikationsprofile und Big Brother sind die Schlagwörter. Es ist jedoch sinnlos, diese Visionen weiterhin rein theoretisch zu diskutieren. Die Verdatung ist inzwischen so umfassend, dass die technischen Möglichkeiten für einen faschistischen Staat, der seine Bürger komplett kontrollieren kann, längst geschaffen wurden. Letztendlich wirken für mich diese ganzen Sätze auch gar nicht so sehr wie jemand, der träumt oder eine Vision hat, sondern der genau beschreibt, in welche Richtung jetzt schon eigentlich alles geht. Deutsche Sicherheitsbehörden sehen weiterhin eine sehr große Gefahr für Unternehmen und Behörden, Opfer von Cyberattacken zu werden. Wir sind eindeutig in dem Cyberkrieg drin, klare Sache. Im schlimmsten Fall gibt es eben einen Super-GAU. Ganz einfach gesagt, im schlimmsten Fall sind morgen die Lichter aus. Ich gehe davon aus, dass Russland seine vollständigen Kapazitäten noch nicht einmal ausgespielt hat, sondern durchaus in der Lage ist, wenn es ernst wird, weit größere Schäden bei der Versorgungsinfrastruktur, bei den Eisenbahnlinien, bei Krankenhäusern, bei Regierungsdienststellen und dergleichen zu verursachen. Die Bedrohung ist nicht neu. Die Bundesregierung handelte nach dem KGB-Hack. Und hier in Bonn wurde entschieden, Deutschland braucht eine eigene Hackerabwehrbehörde, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Werden heute durch Russland, durch Putin Computersysteme angegriffen? Wir reden hier nicht nur von Russland. Wir reden tatsächlich auch noch von diversen anderen Akteuren. Und wir sehen auch das ganze Spektrum. China. Zum Beispiel. Wir sehen auch Iran, wir sehen Nordkorea, wir haben Ransomware, wir haben Sabotage, wir haben Spionage, wir haben Desinformationen und Destabilisierung. Also wir haben wirklich das komplette Spektrum an verschiedenartigen Angriffen und die haben auch verschiedene Akteure hinten dran. Wenn man dafür sorgen soll, dass der andere aufhört, dann kann man ja selbst auch mal hacken. Ja, und genau darum geht es eben nicht. Und das ist auch tatsächlich der entscheidende Punkt. Es geht eigentlich nur darum, einen Angriff zu stoppen. Ich kann nur dringend dazu raten, das Thema Cybersicherheit ernst zu nehmen. Es ist für quasi jeden da draußen, für jede Institution, für jede Firma, für jede Organisation tatsächlich keine Frage, ob sie irgendwann getroffen wird, sondern vielmehr eine Frage, wann sie getroffen wird. Jeder sei gewarnt. Hackbar is back. Es wollten die Gerüchte nicht verklingen, ich sei von meinem Bondwell Portable verspeist worden. Hehehe. Nichts da. Hier bin ich. Ja, die letzte Begegnung vor seinem Tod war an einem Dienstagstreffen und Karl kam zu mir, tippte mir auf die Schulter und sagte, Volker, können wir uns mal irgendwie an einen separaten Tisch setzen? Ich habe mit dir was zu besprechen. Man muss dazu erwähnen, es war schon zu einem Zeitpunkt, wo er in einem psychisch wieder sehr stabilen Zustand war, auch einen neuen Job hatte als Fahrer bei der CDU und eigentlich es mit ihm aufwärts ging. Ich weiß nur, dass er auch eine Freundin hatte,
die ihm sehr zugetan war und wo auch eine geistige Verbindung war. Er war also clean, er nahm keine Drogen mehr und er machte auch einen sehr klaren und aufgeräumten Eindruck. Und er erzählte mir dann, dass er Angst habe um sein Leben. Ich bin Hartwig Fischer. Ich wurde 1986 zum Generalsekretär der CDU in Niedersachsen gewählt. Ich habe im Januar 1989 Karl Koch bei uns in der Landesgeschäftsstelle eingestellt. Ich war der letzte Vorgesetzte von Karl Koch. Man hört ja so vieles, aber man muss ja dann mal auf die Idee kommen und zu sagen, ich biete diesem Menschen einen Arbeitsplatz an. Was hat Sie auf die Idee gebracht, zu sagen, das geht hier, wir können einem Jungen wie Karl Koch helfen? Ich glaube, ich bin ein Typ, der jeden annimmt. Und ich hatte Vertrauen, dass er etwas wollte, um sich selbst wieder eine Chance zu geben. Was konnte er bei Ihnen machen? Er hat die Bodengänge gemacht, er hat die Bodenfahrten gemacht. Er ist auch nie irgendwo ein Ausfall gewesen. Deshalb war es auch für uns so überraschend, dass er plötzlich verschwunden war. Job als Fahrer bei der CDU-Geschäftsstelle und da irgendwelche Akten durch die Gegend zu fahren, das passt so überhaupt nicht zu diesem anderen Bild von dem Menschen, der gar nicht in dieser Welt lebt. Das hat, also so war der für mich. Also so überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise angebunden an irgendeine Realität. Und das fand ich schon, das ist schon komisch gewesen. So. Ich habe da so eine ganz dunkle Erinnerung, dass mein Sohn sagte, Karl ist weg und mir ein Schreck einfuhr. Am 24. Mai 1989 haben wir angefangen, nach Karl zu suchen. Und haben das dann aber nach knapp einer Woche eingestellt. Und haben gesagt, naja, wir finden ihn nicht. Es war schon sehr bedrückend. Ich meine, die ersten ein, zwei Tage hatten wir noch Hoffnung. Dann kam halt die Todesnachricht und ja, das war dann schon sehr schockierend. Ja, ich war maßlos erschrocken darüber und fand die Art des Sterbens, des Todes ganz furchtbar. Es kam aber die Information gleich mit, die hatte ich schon, dass es Selbsttötung gewesen sein solle. Und das war für mich völlig unplausibel, weil so wie ich ihn erlebt hatte, auch noch bei unserem letzten Gespräch davor, war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass das nun im Moment die kleinste Baustelle bei ihm war, dass er also Selbsttötungsgedanken haben könnte. Als Sie die Nachricht bekommen haben, Karl Koch ist tot, seine Leiche ist gefunden worden, können Sie sich noch daran erinnern, was Ihr erster Gedanke war? Ja, der erste Gedanke ist bei so etwas natürlich Entsetzen. Es ist nicht verstehen. Ich war vollkommen überrascht und sicherlich auch überfordert in der Situation. Wie schnell war dann der Stand, er hat sich umgebracht, der Ihnen vermittelt wurde? Wie schnell kam der? Das habe ich wenig später erfahren. Ich persönlich konnte mir das nicht vorstellen. Es wurde ein Benzinkanister gefunden bei der verbrannten Leiche. Sie hatten damals Dienstwagen in der Landesgeschäftsstelle. Hatten die alle Kanister, Ersatzkanister an Bord? Nein. Dazu hat uns auch niemand befragt. Sind Sie überhaupt vernommen worden? Nein. Das ist ungewöhnlich. Ja, es ist ja so vieles in diesem Fall ungewöhnlich.
Es hat uns alle verwundert, dass seine Leiche nicht freigegeben wurde, weil es sollte die Beisetzung stattfinden. Und es hat endlos lang gedauert, die Freigabe. Und wir haben uns alle gefragt, was wird denn da so lang gemacht? Was passiert denn da? Und deswegen wären wir alle sehr interessiert an den Obduktionsergebnissen gewesen, was denn da nun genau festgestellt worden ist. Seit einem halben Jahr läuft der Versuch, bei der Generalbundesanwaltschaft an das entscheidende Puzzlestück zu kommen, nämlich den Obduktionsbericht von Karl Koch. Zuerst reagiert die Behörde überhaupt nicht. Erst nach dem Einschalten eines Anwalts kommt dann die Nachricht, wir haben keine Akten zum Todesfall Karl Koch. Die haben wir 2019 an das Bundesarchiv übergeben. Nachfrage beim Bundesarchiv, die sagen, die Akten liegen beim Generalbundesanwalt. Und siehe da, plötzlich findet man dort tatsächlich die Akten. Ein internes Versehen sei das Problem gewesen, heißt es nun. Aber einsehen darf man den Obduktionsbericht immer noch nicht. Man verweist jetzt auf das postmortale Persönlichkeitsrecht Karl Kochs. Karls Fall ist nicht abgeschlossen bis zum heutigen Tage. Und deswegen taucht er immer wieder auf und immer wieder, wenn er auftaucht, dann kommen natürlich auch so gewisse Fragen bei mir hoch. Vor dem Hintergrund, dass er jetzt ein relativ stabiles Leben führte, 1989, habe ich mich schnell gefragt, warum sollte er sich gerade jetzt umbringen? Und insofern kam bei mir, und ich weiß auch bei anderen, irgendwann das Thema hoch, vielleicht war es kein Selbstmord, sondern es gab irgendwelche Interessen, auf welcher Seite auch immer, Karl Koch aus dem Weg zu räumen. Eigentlich ist es eine Blackbox, die ganze Geschichte um Karls Tod und alles, was darum vielleicht an Informationen noch hätte gewonnen werden können nach seinem Tod. Und das lässt mich bis heute eigentlich sehr unzufrieden sein. Durch Umfeldrecherchen zu Karl Kochs Obduktionsbericht sind Details aufgetaucht, die einfach stutzig machen. Zum Beispiel waren seine Hände verkrampft. Sind sie vielleicht gefesselt gewesen? Außerdem fehlten die Fingerkuppen. Wollte da jemand seine Identität verschleiern? Oder waren es vielleicht Tiere aus dem Wald? Und es konnten weder Karl Kochs Schuhe noch die Autoschlüssel am Tatort gefunden werden. Wenn Karl Koch alleine war, wo sind die Sachen dann hin verschwunden? Alles Fragen an den Generalbundesanwalt, aber Antworten darauf gibt es nicht. Ich frage mich manchmal, was heute im Netz los wäre, wenn so ein Fall passieren würde. Ich glaube, das Netz würde explodieren, logischerweise. Damals gab es die sozialen Medien in dieser Form überhaupt nicht. Insofern wucherten da auch schon wilde Spekulationen, aber heute könnte ich mir vorstellen, dass das Netz würde zusammenbrechen unter dem, was da an Verschwörungserzählungen stattfinden würde. Also wenn sich ein Freund umbringt, das ist was, was einen lange beschäftigt. Und heute denke ich am 23. Mai auch immer noch mal darüber nach, warum das heute so ein beschissener Tag ist. Also ein für mich so beschissener Tag, ja, weil die Erinnerung dann doch auch mit dem Jahrestag zusammenhängt. Zur damaligen Zeit hat er mir sehr gefehlt, weil er war doch eines der wesentlichen Bindeglieder der Gruppe. Nach der Beerdigung von Karl sind wir dann ans Limo-Ufer gezogen, wo wir häufig auch mit Karl gewesen waren, auf der Wiese gesessen haben, Musik aus dem Ghetto Blaster gehört haben, solange die Batterien gereicht haben. Es war ein Tag, an dem es viel Tonsteine, Scherben, aber auch Slime gelaufen. Musik, die uns mit ihm verbunden hat. Und wir haben ja, in
na, versucht in einer fröhlichen Form von ihm Abschied zu nehmen. Und dann haben wir Freunde gedacht, wir müssen da auch eine Grabrede halten. Wir haben versucht, so ein bisschen unsere Hilflosigkeit und auch unsere Wut in dieser Grabrede zu verarbeiten und nochmal Dinge auszusprechen, was für uns mit Karls Tod zu tun hat. Lieber Karl. Wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten. Das war nicht nur ein Lieblingslied von dir, Karl, sondern auch ein selbstgewähltes Motto. Wut und Trauer über deinen Tod verdecken nicht die Erinnerungen und Gefühle, die wir zusammen gelebt haben. Wenn ich jetzt überlege, was in der Zeit, seit du fortgegangen bist, so sehr gefehlt hat, so ist das Menschlichkeit. Die Menschlichkeit derjenigen, die dich abgestempelt, einsortiert und weggejubelt haben. Ohne deine Not, deine Kämpfe und Verwundungen zu spüren. Die dich zum Objekt von Sensationslust und Verzerrung gemacht haben. Ohne deine Würde zu achten. Die Würde eines jungen Mannes, der zu wenig Grenzen hatte, um in dieser Welt bestehen zu können. Du solltest deine Freunde verraten und dich selbst isolieren. Dafür haben sie dich kriminalisiert, indem sie dich zum Feind der inneren Sicherheit machten, der den technologischen Vorsprung gegenüber dem Osten gefährdet. Sie forderten dich in ihrem Interesse auch dazu auf, dass du dich von deinem Freundeskreis abspaltest, nachdem sie ihn kurzerhand zur Terrorszene erklärten. Wenn ich bedenke, was dir von uns in deiner letzten Zeit vor deinem Weggehen gefehlt haben mag, so fallen mir die vielen Steine, die Tigeraugensteine heißen, aus dem Familienschmuck deiner Mutter ein. Tigeraugensteine sind gut für das Herz, wie man sagt. Wir hätten die Wachsamkeit von Tigeraugen gebraucht, um zu sehen, in welcher Krise du stecktest. Jetzt bist du tot. Die Sprache versteht jeder. Du bist geworden, was du dir vielleicht gewünscht hast. Ein Mysterium. Der Anarchist, Drogenabhängige, Superhacker und Verrückte. Dass du ein Mensch warst, ist Geschichte. Thank you.